Servus und willkommen zu diesem Ankündigungsvideo. Warum habe ich die Lichter an, obwohl hier natürliches Licht reinkommt? Weil es gut aussieht. Ich habe jetzt seit 2 Monaten kein Video auf YouTube mehr hochgeladen und stopp! Andi aus der Zukunft hat dazu etwas zu sagen. Dann es tut mir leid. Es liegt an TikTok. Ja, das ist richtig. Ich gebe TikTok die Schuld. Ich habe auf der Plattform mittlerweile schon 2500 Follower erreicht und es macht mir einfach echt Spaß. Also folgt mir dort. Und jetzt, wo das geklärt wäre. Ich habe es geschafft. Ich habe ein E-Book geschrieben und ich bin auch darauf richtig stolz. Und in diesem E-Book geht es über meinen Zivildienst, über meinen außerordentlichen Zivildienst, den ich im Krankenhaus abgeliefert habe. Ich habe dort gedient 3 Monate lang und ich habe jeden Tag meinen Arbeitsalltag dokumentiert und halt einfach aufgeschrieben. Und das auch schon auf Instagram gepostet. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, okay, du hast es eh schon auf Instagram gepostet, warum sollte ich dann dieses Buch kaufen? Tja, folgendes: In diesem Buch sind einige extra Kapitel. Es ist alles, also generell jedes Kapitel, jeder Arbeitstag ist nochmal etwas schöner geschrieben, etwas kohärenter, einfach zusammengefasst. Und ja, ihr könnt das alles in einem durchlesen. Ihr müsst nicht irgendwie komisch scrollen, andere Dinge antippen. Oder den Instagram-Post, wo ich das einfach nur schnell runtergetippt habe nach meinem anstrengenden Arbeitstag. Es wird 4,99 € kosten. Und wie gesagt, wenn ihr dieses Video seht, könnt ihr es jetzt schon kaufen auf Amazon. Und ihr könnt es für die Kindle-App herunterladen. Ja, es würde mich einfach mega unterstützen und freuen, wenn da ein bisschen ordentliches Feedback zusammenkommt. Ja. That's it. Und ich habe auf TikTok, tja, wieder der Callback, ich habe auf TikTok Videos gemacht, wie ich Schritt für Schritt zu diesem Buch gekommen bin. Es ist für mich ein sehr interessanter Prozess gewesen und ich würde ihn gerne mit euch teilen. Also ihr werdet meine TikToks sehen. Keine Sorge, es sind keine Tänze dabei, sondern einfach, es geht nur um das Buch, nur um das Buch, um Design. Ich habe jetzt auch ein Logo-Design für mich. Darauf bin ich sehr stolz. Ich werde das dann auch hier auf dem Andy Travis-Kanal verbreiten, Banner dafür machen und etc. Also es wird sich ein bisschen was ändern. Und ja, that's that. Alles Weitere wird in den TikToks geklärt. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr schon hier seid, abonniert. Entschuldigt den chaotischen Zusammenschnitt zwischen Andi aus der Vergangenheit und Andi aus der Zukunft, aber ich wollte das nochmal etwas besser ausdrücken. Also, danke. Let's go, TikToks. Gestern war ich ein bisschen fort, aber egal. Hier sind die genauen Schritte, wie man ein E-Book published, also werde ich jetzt die nächsten Tage ein bisschen schreiben, formatieren, noch mehr schreiben. Zukünftiger E-Book-Autor hier. Ich schreibe jeden Tag mindestens 5 Kapitel, deshalb machen wir in dieser Episode schon mal einen Amazon KDP-Account. Das war alles easy cheesy und wurde auch sofort bestätigt. Im nächsten Teil schauen wir uns Formatierung für Kindle an. Heyo, baldiger E-Book-Autor hier. In dieser Episode zeige ich euch, welche Software ich verwenden werde. Sie heißt Kindle Create und wie ihr seht, habe ich noch ganz viel Formatierungsarbeit vor mir. Das wird bestimmt noch eine Woche dauern. Wie wichtig findet ihr Bilder? Stimmt links oben ab. Hey, mein E-Book ist soweit schon fertig. Ich werde es noch ein bisschen Korrektur lesen. Doch ihr könnt es schon sehen mit dem Link in meiner Bio und dann einfach auf das oberste hier tippen. Videos zu den restlichen Steps kommen auch. Okay, ich bin soweit fertig mit dem Durchlesen des Buches. Wisst ihr, ich müsste ja sicher gehen, dass ich garantiert keine Amts-, Dienst- und/oder Betriebsgeheimnisse verrate. Ja, ein bisschen rechtliches Taram-Taram. Und jetzt geht's weiter. Hochladen. Hier habe ich jetzt Details angegeben, wie den Titel des Buches, weitere Tags, wer sonst noch mitgemacht hat. Ja, ich habe mich auch als Photographer verewigt hier. Description und so weiter und so fort. Und ganz wichtig, das Buch wird noch nicht released. Es gibt eine Pre-Order-Phase und das endgültige Release-Date wird der 26. August. Also jetzt geht es um den Content und ich brauche hier auch noch ein Cover. Also schnell meine Design Skills ausgepackt. Geht für Content, als nächstes Geld. Mein Buch wird euch nicht mal 5 € kosten und ihr könnt es jetzt vorbestellen. Im nächsten Teil geht es um Marketing. Jetzt geht es ans Marketing, also. Ein Team aufbauen und es ein bisschen hypen. Hype!
Doch wie vermarktet man eigentlich ein Produkt? Man muss sein eigenes Produkt kennen und wissen, an wen man verkauft. Also, was ist das für ein Buch, das ich geschrieben habe? In diesem Buch sind meine Gedanken und Gefühle, während ich als Zivildiener zur Corona-Zeit gearbeitet habe, zusammengefasst. Ich bin ein eher positiv gestimmter Mensch, deshalb ist auch das Buch mehr aufbauend als destruktiv für mentale Gesundheit. Und für wen ist das Buch? Dieses Buch ist für junge Erwachsene, die kurz vor oder mittendrin in ihrem Zivildienst sind. Es ist jedoch auch geeignet für neugierige Arbeiter im Rettungs- oder Krankenbereich, wenn sie sich fragen, was Zivildienern so durch den Kopf geht. Okay, that's it. Was hält ihr davon? Als nächstes baue ich ein Team auf. Das heißt, ich schreibe einfach Influencern, Freunden, ob sie dann Werbung für das Buch machen wollen, sobald es draußen ist. Und das mache ich mit einer Nachricht, die ungefähr so aussieht. Hype, hype, hype! Morgen ist es soweit. Mein E-Book kommt raus. Ich habe bereits eine Liste geschrieben von Leuten, die mir helfen, das zu promoten und ihre Stories zu reposten. Let's go! Danke an alle, die mir geholfen haben, das Buch zu promoten, die mir geholfen haben, nochmal Korrektur zu lesen. Ihr wisst, wenn ich euch meine. Danke. Und ja, that's it. Wir sehen uns in einem neuen Video. Oder auf TikTok. Ah ja, und das hier ist übrigens das neue Logo und das hier ist die kleine Version davon. Schreibt mir gerne eure Meinungen.